flashy woman from Crack. So, und jetzt? Neuer Feind. Neuer Feind. Wow, Pops. Moment, ich kann nicht mal hier. Warte mal. Zielen, feuern. Okay, so kann man abwehren. Benutze Schrotflinte, um deinen Feind auf mittlere und kurze Distanz auszuschalten. Darauf habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock. Okay, das war die falsche Taste. Alles klar. Weil, wie gesagt, ich habe ja kaum Munition. Das ist natürlich ein bisschen übel. Der gibt nicht mal was. Eigentlich wollte ich ihn irgendwie schlagen oder so, aber ich glaube, ich musste vielleicht, weil es so eine Art Tutorial ist, musste ich sogar hier vielleicht schießen. So, der andere ist wohl hier runtergeflogen. Ja, dann liegt er. Okay, und hier haben wir noch ein paar. Die überfallen, glaube ich, gerade so ein Lager. So sieht's gerade aus. So, hier haben wir nichts Besonderes. Hier oben. Ich glaube auch nicht. So, oh. Drei auf einmal. Bodenkampf. Benutze Viereck, um Gegner einen Schlag zu versetzen und Dreieck, um gegnerische Angriffe zu parieren. Werde ich nach einer Parade mit Viereck, um einen mächtigen Konter auszuführen, okay? Fahre nach einem Schlag oder Konter mit Viereck fort, um Kettenschläge auszuführen. Okay, Schlag, parieren, kontern. Das Ausweichen fehlt mir noch so ein bisschen. Oh, der war gut. Von hinten. Sehr nice. Oh, perfekter Konter. Der ist gleich down. Der dritte? Hat aufgegeben, oder wie? Schwerer Schlag halten. Hol aus und steige die Wucht deines Schlages. Okay, dauert natürlich ein bisschen. Hier kann man keinen plündern. Ich weiß nicht, die werden auch vielleicht angezeigt, oder? Auf der Minimap, wenn man sie plündern kann. So, komm nachher. Wollen wir nochmal schießen? Auf Kreis, gell? Okay, jetzt sollten wir hier vielleicht mal einen schweren Schlag machen. Oh, das war ein bisschen zu früh. So, und das war ein schwerer. Richtig getroffen. So, alle liegen lauter Leichen. Es waren nun natürlich die Leute, wo hier gewohnt haben. Aber groß was tun können wir nicht. Aber das Kabel halt. Aber trotzdem. Was haben wir hier drüben? Schon das Kabel. Ne, hier haben wir einmal Schrott. Eins von zwei optional. Standortinfo. Drücke und halte Link 3. Suchbereich. Roadkill Lager. Okay. Suchbereiche können nützliche Gegenstände wie Schrott, Munition und Nahrung sowie Bauteile und Relikte enthalten. Bevor alle Suchbereiche angezeigt werden, müssen die Spähcrew Bauprojekte in Festung abgeschlossen werden. Okay. Ja, das haben wir ja noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber irgendwo müsste ja noch ein zweites Teil sein. Kann ich hier in den Container rein? Wir schauen mal, aber... Ja, aber da schreibt auch gar nichts drin. Scheint mal nicht so. So, bevor ich hier kurz weitermache... Oh, wir könnten hier hochklettern. Ah, hier haben wir, glaube ich, das zweite Teil. Okay, Suchbereich 100%. Ja, war bis jetzt einfach. Waren nur zwei Teile, ich denke mal später. Was ist da hinten? Eine Schiffsturbine. Mitten in der Wüste. Auch gut. Ja. Ich denke mal später werden das wohl einiges mehr und schwieriger werden, die Suchbereiche. Ach, der meint so ein Kabel. Ich habe es gedacht, irgendwie halt, keine Ahnung. So eine Art Seil oder so, aber Stromkabel meint er. Weiß nicht, hier wird was angezeigt, so ein Weg, aber das ist, glaube ich, eher so eine Straße. So, wir sprinten mal ein bisschen. Ich glaube, aber so Ausdauer oder so Trinken an sich brauche ich, glaube ich, generell nicht. Also, dass ich verduschen kann. Das habe ich mir am Anfang gedacht, vielleicht. Dass man verduschen kann, das wäre doch geil, aber
Ich glaube, das geht eigentlich nur, also Essen und das Trinken geht nur dem... Warte, was steht da? Geht nur im Lebensbalken zugute. Aber das wäre doch geil hier, so eine Wüste mit Trinken. Nein, noch nicht. Du bist nicht bereit. Wait! Was ist das für ein komischer Kauz? Okay, seltsam, seltsam. Für was bin ich noch nicht bereit? Okay, wir gehen mal weiter zurück, mal gucken. Ob der den Hund so langsam mal wieder gerichtet hat. Oh. Here I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not leaking, are you? Tell me you're not. Nee, noch alles dicht. Huh? Praise be! Praise be! My buggy's just over here. Follow me! Jo, na dann. Wir können gerade nicht schneller laufen. Auch cool so mit den ganzen Spuren im Sand und so. Dann können wir mal später wohl ein paar Leute auch cool verfolgen. This way! Generell so an sich auch die ganze Grafik sieht ganz nett aus. Wenn er wieder läuft. Wie so ein Affe. Oh. Okay. Setz den Hund hinten in den Buggy. Easy, Dog. Easy. Extra so ein Fass hier für den Hund. So, der fährt mit. Okay. Beschleunigen, bremsen. Steuern. Fahre zum Aussichtspunkt. Okay. Muss erst mal ein bisschen wieder ins Handy reinkommen. Amen! May we arrive in time to save your black on black from slaughter. These barbarians love to chop. So, schon ein bisschen seltsam, finde ich, von der Steuerung her, um so leicht anfangen zu lenken. Aber da gewöhnt man sich gleich mal auch dran. Lucky Look Point. Auch geil. We can see the camp from up there without risk of detection. Okay, und von da hat er uns auch gesehen, oder wie? Wieso sind hier lauter Schiffe? Over here! Over! Come look! You see, this is where the thick brow squat and cut. Those butchers. Infidels. Yeah, look. There. Scabarus Scrotus is their king. Yeah. He's a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself, Yeah, but he's not here now, you see. I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Please, wait, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Please listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. With me, we mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Okay, Hauptmission abgeschlossen. Der Ungezähmte. Mein Auto ist fort. Von Scrotus war Warboys geschrottet. Ich brauche einen neuen Fahrbahnuntersatz und zwar bald. Kann dieser bizarre geisteskranke Mechaniker mir helfen? Ich weiß nicht. Die verrücktesten sind, glaube ich, die besten Mechaniker. Habe ich so das Gefühl. Deshalb vertraue ich dem mal. Es wird vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es könnte klappen. So, wir können mal hier ein bisschen schauen. Yeah, good cover. Perfect place to build a car. Wir haben auch hier wieder überall so Schiffe. So, Zoom. Wir sind schon draußen. Okay, können wir uns noch schon was anschauen? Eigentlich einmal hier drüben. Das Lager von denen. Fahre zu Chomps Versteck, um mit der Geschichte fortzufahren. Ja. Tschö.
So, und das ist irgendwie so, ja, das Hauptlager von denen. Ja, zoomen können wir auch noch nicht so weit. Also denk mal, wird es da vielleicht auch irgendwann ein Upgrade geben. Wobei, das sieht irgendwie klein aus, finde ich. Nur so ein kleines Lager. Das vielleicht gedacht, das ist so das Hauptlager vom Endgegner oder so, aber irgendwie, also wir es am Anfang sehen und hier so ein bisschen das kleine Ding. Aber die haben gesagt Gas Town. Ist es nicht in Gas Town? Das ist der einzigste Ort für Treibstoff. Komm, komm, Seth. Yes, I have much to show you. Ja, na dann, steig mal ein. Ich fahre natürlich. Ich weiß nicht, ob der fahren kann. So, wir sollten wohl da runtergehen. What is this place? You are in the Outer Graves. Over there is the Great White. An ancient seabed. I'm not sure. No, but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. Ich weiß halt nicht, ob das Versteck so gut ist, weil wir sind ja ziemlich nah dran an Gas Town. Deshalb finde ich das gar nicht so schlau. Aber naja, wir schauen mal. Komm, behold! Komm und sieh, komm und sieh, ich dream. Hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the U joint, blessed be. There she lies, the magnum opus. There she is. This ain't her car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Inspired. She wills herself upon this world. Look! See? Here. Divine meets driveshaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Statically upgraded with chum bucket overdrive. Coils and springs and shocks and links, too. It's gotta be 8 cylinders, nothing less. Yes. We will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! Come, no time like the present. Come on, see! We must go. Ja, bis jetzt ein ganz schönes Schrottauto, aber es fährt schon. We will liberate her body. From a place sad and strange, where the chariots of old went to die. A place I call the graveyard. But we must go in the dead of night, when the buzzard guardians are away on their wild hunt. So, hier können wir einmal die Map anschauen. Hui, ganz schön riesig. Große Weiße, tote Leere, The Dump. Hier ist Gas Town. War das so weit weg? Wir standen noch irgendwo hier und haben Gas Town gesehen. Kann das sein? War das wirklich so weit weg? Okay, wir fahren einmal los. Bei Nacht, aber ich denke irgendwie trotzdem, dass wir vielleicht auf Gegner treffen. Oh, wir haben sogar auch eine Spritanzeige, also sollten wir ein bisschen aufpassen. Die Gesundheitsanzeige vom Auto natürlich auch. Deshalb müssen wir mit dem Ganzen ein bisschen aufpassen. We are low on fuel. Unfortunately, with Gas Town comes the blessings of gasoline. We should find enough fuel for us to make it to the graveyard. Alter, wieso, Mann? Ich hatte doch gerade hier Dinger. Ich hatte gerade noch halb voll. Alle Fahrzeuge funktionieren nur mit Treibstoff. Die Treibstoffanzeige zeigt, wie viel derzeit vorhanden ist. Okay, was haben wir hier drüben? Ich hatte gerade noch halb voll und plötzlich leer.